Es ist schwül draußen. Gerade dieses Wetter, wo man sich nicht aus dem Haus wagt, weil man das Gefühl hat, durch einen Lappen zu atmen. Und bei so einem Scheißwetter muss ich arbeiten. Zwar hat die Bank eine Klimaanlage, doch seit ein paar Tagen liegt da etwas Totes drin. Und deshalb wagt sich keiner, sie anzumachen, in der Befürchtung, wir würden alle ersticken. Was wir sowieso schon tun. Es ist ein Tag wie jeder andere auch. Eintönig, monoton und langweilig. In solchen Situationen wünsche ich mir nichts sehnlicher als einen, wirklich nur einen Schluck Jack and Coke auf Eis. Aber ich habe das Trinken aufgegeben. Mein Arzt hat mich vor die Wahl gestellt. Entweder nie wieder ein Glas anrühren oder eine Runde Koma schlafen und dann in der Kiste weiterpennen. Ich habe Ersteres gewählt. Scheiße, die ersten Monate waren anstrengend wie nichts Gutes. Klar, ich arbeite in einer Bank und verdiene gut. Dennoch wohne ich in einem Drecksloch, wo das Klo neben dem Kühlschrank steht. Manchmal praktisch, manchmal ekelhaft. Meine Wohnung musste ich damals komplett auf den Kopf stellen. Ich habe 3 Tage gearbeitet, wie nie zuvor, und habe am Schluss einen Berg von ca. 432 Flaschen Whisky und 60 Bierkästen im Hof liegen gehabt. Wie ich noch am Leben bin, ich weiß es selbst nicht. Doch seit 6 Monaten ist Schluss damit. Ich will das Zeug nie wiedersehen. Trotzdem ist es an Tagen wie diesen so verlockend, zum nächsten Supermarkt zu gehen und mir den Korb voll mit Flaschen zu packen. Aber da müsste ich noch einen Haufen Schlaftabletten zu mir nehmen, da ich nicht mehr mit mir selbst leben könnte. Ich atme durch. Es ist Freitag, nur noch 1 Stunde bis zum Feierabend und am Wochenende frei. Auf ärztliche Anweisung, damit ich mich nicht überarbeite. Doch mein Chef schert sich einen Scheiß darum. Er lässt es nur gewähren, weil es sonst seine Kokserei offenlegen würde, mit Beweis. Bin ich ein Arschloch? Scheiße, ja. Aber, meine Damen und Herren, so muss man sich durchschlagen. Apropos durchschlagen, das tat auch die Kugel, die von einem der Gangster abgefeuert wurde, die gerade hereinkam. Direkt durch den Schädel von Greg, dem Wachmann. Woran ich sah, dass das Kriminelle waren? Nun ja, sagen wir mal so. Niemand, der nur kurz Geld für Zigaretten abheben will, kommt mit einer Clownsmaske und Schrotflinten in die Bank. Sofort bricht das Chaos aus. Schreie, Schüsse, Glas, das zersplittert. In meinem Kopf dauerte es ein paar, eher ein paar was? Jahre, Tage, Stunden, Augenblicke? Ich weiß es nicht, aber ehe ich mich versehe, hockte ich unter meinem Pult. Der Lärm klingt langsam ab. Man hört nur das Wimmern und Weinen der verängstigten Kunden und Mitarbeiter. Ich spähe um meinen Pult herum und blickte in das blutverschmierte und schockierte Gesicht der Kunden, die ich gerade noch bedient hatte. Eine Schrotladung hat ihren Unterleib zerfetzt. Sie wimmert: Bitte, helfen Sie mir! Ich starre sie nur entsetzt an. Als nächstes ertönt ein Knall und der Schädel der Frau fliegt in all seinen Einzelteilen in mein Gesicht. Na toll, denke ich, die Frisur ist im Arsch. Dann realisierte ich, was ich gerade gedacht hatte. Du hast gerade das Hirn und die Schädelknochen eines Menschen ins Gesicht bekommen und du kümmerst dich um deine Scheißfrisur?